Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir gehen ganz fix auf Weihnachten zu, beziehungsweise wir haben heute auch schon Heiligabend. Von daher wünsche ich euch allen ein frohes Fest. Und wir wollen jetzt noch mal einen ganz schnellen Blick hier in diese Kaninchenmaterie hier hineinwerfen. Wie ich sehe, ist dort hinten eine Karotte, die hat sie irgendwie dort zwischengelagert. Wer weiß, warum sie das überhaupt macht, ne? Ich denke, jetzt werden wir auf der Schnelle diesem Sachverhalt hier nicht auf den Grunde gehen können. Was haben wir hier? Da haben wir unsere dunkle Häsin. Sie hat hier alles schön fleißig aufgegessen. Sie ist nicht ganz glücklich, dass sie jetzt so wenig Platz hat, aber es ist ja nur auf Zeit. Bald wird sie versendet, sozusagen. Hier haben wir Nummer 3. Mein Lieber, sei gegrüßt hier an diesem tollen Tag, sage ich mal. Zack, da ist er, der Gute. So, ich hoffe auch, dass ihr heute alle im Rahmen eurer Familie feiert, wenn ihr es denn möchtet. Wir tun es auf jeden Fall. Die weiße Häsin hier, die Gute. Ich dachte für einen Moment, sie möchte angefasst werden, aber nein, das möchte sie nicht. So, Nummer 1, mein Lieber, was geht? Wahrscheinlich nicht so viel, ne? Streckt seinen Hintern hier aus. Der Gute hier. So, was haben meine Augen gestern Abend erblickt hier? Und zwar Folgendes. Ich hänge euch das jetzt mal an. So, was können hier meine kleinen unschuldigen Augen erkennen? Die Gute hier, sie hat Stroh im Mund. Es scheint, dass sie jetzt hier irgendwie vorhat, ein Nest zu konstruieren. Ja, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen hier. Bis Sonntag ist es auch nicht mehr so weit weg. Sie scheint gut aus der Puste zu sein, die Gute hier. Ich werde ihr jetzt gleich hier nochmal so ein bisschen Baumaterial reinpacken, damit sie auch genügend hat, ne? Ich hoffe nicht, dass sie in diese Kuhle das dann bauen möchte, sondern dass sie hier in ihrer Ecke bleibt. Also ich packe jetzt hier nochmal reichlich Stroh rein. So, ich habe jetzt hier nochmal alles frisch gemacht. Hier ordentlich was reingepackt, damit sie hier auch gut was zu sammeln hat. Und sie ist hier proaktiv unterwegs, die gute Dame. Sehr schön. Die Aufnahmen hätte ich gerne auch noch von der Schwester von dir. Von ihr hier. Aber die hat sie mir nicht gegönnt. Aber hier sehen wir das jetzt. Das finde ich immer sehr ulkig, wenn die unterwegs sind und Stroh sammeln. Gerade hatte sie versucht auch zu fressen. Aber sie konnte nicht, weil der Mund voller Stroh war. Sehr schön, ich werde sie jetzt mal in Ruhe lassen, hier nicht alles ausleuchten. Also wie ihr sehen konntet, hat sie hier schon gewisse Nestbauaktivitäten eingeleitet. Sie hatte das Stroh im Mund, das fand ich ganz witzig. Sie ist auch schon so ein bisschen lieber geworden als vorher, ne, die Gute. Ist nicht ganz so glücklich, noch nicht, ne, aber da kommen wir vielleicht nochmal hin. So, wie sieht's aus hier? Ich wollte gerade meinen Kopf reinstecken, aber nicht, dass sie mich hier ins Gesicht beißt oder so, ne? Wer weiß, ob sie das machen. So, das ist ihr Werk. Mal gucken, ob das morgen alles soweit funktioniert. Ich hatte ja fast schon die Befürchtung, dass sie heute Abend bzw. gestern Abend, ne, also auf der Nacht von gestern auf heute, ihre Kindlein bekommt. Denn sie hat ja jetzt eine ganze Zeit lang hier keine Aktivitäten eingeleitet. Sie bis heute nicht. Also es sieht fast so aus, als wenn Martin recht hat. Der hat ja vermutet, dass die beiden schwanger sind. Sie hier aber nicht. Von daher schauen wir mal. Ne? Hier ist die andere. Blaue Häsin. Wir gucken hier mal rein. Nicht, dass sie hier schon geworfen hat. Aber es sieht nicht so aus, ne? Aber es ist voll hier. Also sie hat hier noch mehr reingestopft. Ich werde ihr hier gleich nochmal so ein bisschen Stroh hineinlegen. Zack. Nicht, dass sie hier noch ein bisschen was braucht. Sie hat hier eigentlich noch, aber ich lege hier trotzdem nochmal ein bisschen was rein. Ne? Und das mache ich mal jetzt. So, das hätten wir. Zack. Wir schauen mal hier. Volle Ladung an Stroh hier. An Baumaterialien. Die gute hier.
Ich will sie jetzt nicht stressen, so kurz vor der Geburt, ne? Alles schön elegant halten, sage ich mal. Sie hat auch einiges bekommen, wobei ich ihr gestern auch nochmal den Stall sauber gemacht hatte, ne? Dann, das sah schon nicht mehr, also noch gut, aber so für die Nestbaugeschichten, wenn sie da alles rausgeholt hätte, dachte ich mir, dass es eventuell besser ist, dass sie es frisch hat. Nun hat sie es frisch und hat sie noch auch einiges andere an Baumaterialien dorthin eingestellt bekommen. Sehr schön. Dann gehen wir mal nach oben hier. So, wie sieht's aus hier? Einmal einen kurzen unschuldigen Blick hier hineinwerfen. Zack, einmal das Kabel hier wegmachen. Das muss ich mal festmachen. Ich komme einfach nicht dazu. So, hier haben wir Nummer 4. Da haben wir das Januarhäschen, den Januarrammler, der im Januar weggeht. Nummer 5 liegt in der Bude, sage ich mal. Heu haben die gut gegessen, aber nicht reichlich. Und da ist es nun. Ne? Also alles rausgeholt hier, was es hier rauszuholen gibt. Und nun liegt hier alles auf dem Boden herum. Nun gut. Dann packen wir mal hier das tolle Kabel wieder hin. Zack. Damit das auch alles seine Ordnung hat hier, ne? So, wie sieht's aus? Nummer 6 hat sich für einen Moment versteckt hier. Sei gegrüßt, mein Lieber. Zack, da ist er, der gute Nummer 6 hier. Was hat er hier? Na, nichts. Schönes Fell hier hat er. Schön dicht, das gefällt mir ganz gut. Die sind schon schön flauschig hier, die blauen Wiener. Das ist eine gute Sache. So, die neue graue Häsin. Sei gegrüßt. Wobei, so neu ist sie ja nicht. Ne? Sie ist ja seit der Geburt hier schon bei mir. Ich hatte gestern versucht, sie handzahm zu machen, aber das gestrige Unterfangen hat jetzt noch nicht so bahnbrechende Erfolge gebracht. Aber mal gucken. Das ist ja doch immer so eine Sache, die längerfristig ist, ne? Aber ich bin sehr gespannt. Mir gefällt die Farbe sehr gut hier von ihr. Sie ist jetzt im Mai geboren, das heißt 7 Monate. Ich weiß noch nicht, ob sie schon bei der nächsten Runde dabei sein wird. Aber ich bin sehr gespannt auf ihre Kindlein. Sie vielleicht in Kombination mit Nummer 6 oder Nummer 3. Ich glaube, das könnte schon sehr interessant werden, ne? Und daher schauen wir mal. Zack, wieder mal zumachen hier. Da sind sie, die Guten. Seid gegrüßt, ihr kleinen Kaninchen. Guck mal, die wollen hier unbedingt an meiner Jacke rumknabbern. Die mögen meine Jacke wahrscheinlich, ne? Aber die gehört mir hier. So, was gibt's hier Neues? Die haben wieder so ein Teil hier rausgehauen. Also, wie gesagt, nicht ganz optimal bei solchen lebhaften Kaninchen, wie ich sie hier habe, ne? Die guten, zack, das vordere, das schwarze Kaninchen, da habe ich noch nie ein Vorderfoto gemacht. Das wollen wir jetzt mal hier einfangen, ne? So, guck mal schön jetzt hier. Zack, da haben wir es, ne? Das kopiere ich nachher raus und dann bist du heute vorne. Ups, habt ihr gesehen, ich habe die gerade gehauen hier mit dem Ding. Das tut mir aber leid, du. Das war nicht so angedacht. Gut, schauen wir mal weiter hier. Hier haben wir die ganze Pracht an kleinen Kaninchen hier. Komm mal ran hier. Na, sie will nicht. Die sind schon gut groß geworden, ne? Gefühlt so letzte Woche waren sie noch klein und dann machen die immer so einen riesen Schub und zack, plötzlich sind sie riesig. Naja, riesig sind sie noch nicht, aber zumindest schon mal größer als sonst, ne? Sonst waren sie ja mal so kleine Mini-Kreaturen und jetzt sehen die schon aus wie so kleine Zwergkaninchen, sag ich mal, ne? Aber die entwickeln sich dann auch noch, die werden auch noch relativ groß. Ich denke mal, die werden alle hier wie Nummer 3 oder die seine Schwester, diese eine Häse, ne? Diese Formate, denke ich mal, werden sie einnehmen, bis auf die dunklen. Ich schätze mal, die werden wohl nach der Mutti kommen, dass die ein bisschen größer sein werden. Denn Nummer 3 ist kleiner als sie hier, aber das gilt es dann abzuwarten. Ne? Also ist sehr spannend, immer mit anzusehen. Vielleicht werden die auch größer, das ist jetzt nur eine Prognose von mir. Man weiß es halt nicht so genau. Ne? Zack, da seid ihr.
Ja, ich denke, wir sind jetzt wieder mal zu dem Zeitpunkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Kanal. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.